Die Essenz des Lebens. Ein neuer Tag brach an und die Sonne kroch mühsam über den Horizont, um Sirocco zu erhellen. Das Samantha-Herzogtum strahlte so in voller Pracht, doch wie immer war die Sonne nicht stark genug, den Sumpf sein bedrohliches Aussehen wegzunehmen. Auch wenn der Sumpf nun heller wirkte, so war der Gestank dafür doppelt so stark, da unter der Hitze der Sonnenstrahlen die teerigen Sumpflöcher regelrecht brodelten und viel mehr von ihren stinkenden Dämpfen abgaben. Der größte Unterschied zwischen Tag und Nacht im Sumpf war nicht der Gestank, sondern die Landschaft. Während es nachts bedrohlich wirkt, da die vielen Nebelschwaden nur einen kleinen Blick auf die umliegende, verrottende und verwesene Umgebung zulassen, ist tagsüber das komplette Ausmaß der Verderbnis zu erspähen. Die Furcht schwindet ein wenig, denn nun sieht man alles, doch die Bedrohung wird dadurch umso offensichtlicher. Wohin man blickt, blubbern die gefährlichen Sumpflöcher, so als wollten sie einen verschlucken. Die toten Bäume liegen brach in der trostlosen Umgebung, und der fantasievolle Betrachter fragt sich zu Recht, ob nicht ein Mann oder eine Frau, die hier starb, augenblicklich aus der Erde gekrochen kommen könnte, um ihren Hunger zu stillen. An sich sind solche Wesen, die man Zombies nennt, nicht weiter gefährlich. Sie meiden wie alle Untoten die Menschen, doch wenn sie Hunger haben, dann kommen sie aus der Erde gekrochen, um ihn zu stillen. Normalerweise bevorzugen Zombies Insekten und Vögel, nicht nur, weil diese besser schmecken und in einem Sumpf natürlich vorkommen, sondern auch, weil sie sich erfahrungsgemäß nicht so sehr wehren. So zeugt die triste Umgebung auch am Tag vom Tod, Verfall und einer Verderbnis, die allgegenwärtig erscheint. Allgegenwärtig? Ha, so war es einmal, doch nicht heute. Inmitten der toten Landschaft sprießt eine Oase des Lebens in Form einer prächtigen, blühenden Wiese. Diese Anomalie befindet sich auf dem Geisterhügel und thront in einer mystischen, trügerischen Schönheit. Um sie herum stehen Tami und Lucy, die zwei Biokryptologen, welche die Anomalie mit gemischten Gefühlen beäugen. Sie ist seit gestern ganz schön gewachsen, nicht wahr? Fragte Tami, der sich mit seiner Hand nachdenklich über das ehemalige Kinn strich. Lucy nickte und fragte: Eine wachsende Anomalie. Was hat das zu bedeuten? Tami zuckte mit den Schultern und sprach: Gefahr, denke ich. Ich wollte sowieso mal etwas testen. Tami, der diesmal einen kleinen Rucksack trug, setzte diesen ab und nahm einen Knöchel in der Hand heraus, sodass er sie in der seinigen hielt. Mit wem hältst du denn da Händchen? Fragte Lucy scherzhaft und stützte dabei ihre Hände in die Seiten. Tami, der auch über einen sehr schwarzen Humor verfügte, verstand die scherzhafte Andeutung und entschied sich mitzuspielen. Oh, das? Glaub mir, das Mädel bedeutet mir nichts. Eigentlich wollte ich nicht um ihre Hand anhalten, aber da hatte ich sie auch schon. Erwiderte Tami, worauf beide lachen mussten. Dann sprach Tami: Nein, jetzt mal im Ernst. Ich habe keine Ahnung, wem diese Hand gehört. Der Rest war aber nicht da und ich brauchte untotes Material. Du willst die Gefährlichkeit dieser Anomalie und ihrer antiparanormalen Kraft testen, richtig? Genau das. Tami legte die Hand an den Rand der Wiese, welche nun bereits so groß wie eine kleine Wohnung war. Als die Hand das Gras berührte, begann sie gelblich zu klimmen und löste sich nach und nach auf, sodass sie schon nach weniger als einer Minute verschwunden war. Beeindruckend, kommentierte Lucy, wobei sie gelassen wirkte. Erschreckend, erwiderte Tami schockiert und sprach weiter. Ich hätte nicht gedacht, dass es so schlimm ist. Das, was so schlimm ist? Ertönte eine Stimme hinter Tami. Dieser wandte sich um und sah, dass sie Nekron gehörte, welcher gemächlich den Hügel hinaufschwebte. Tami wartete geduldig ab, bis der Geisterkönig sich neben ihm befand und antwortete dann: Nekron, du erinnerst dich an unser Problem mit der Wiese? Er nickte seitlich, um auf sie zu deuten. Nekron nickte besorgt und fragte dann mit einem Stirnrunzeln: Sie ist gewachsen, oder? Ja. Nekron blickte nachdenklich nach unten und sprach: Das ist in der Tat ein Problem. Das könnte gefährlich werden. Genau um diese Gefahr geht es, warf Lucy mit ihrer mysteriösen Stimme ein. Nekron richtete seinen Blick zu ihr. Das klang ja mal richtig verständlich.
bemerkte er mit einem Zwinkern. Ach, ist es das? Wenn ihr es versteht, dann teilt doch eure Weisheit mit uns. Als Lucy diesen Satz sprach, klang ihre Stimme arrogant und trotzig. Sachte, sachte, junge Dame. Mal schön locker vom Hocker, okay? Ihr seid hier die Biokryptologen. Ich bin nur König. Er grinste spöttisch. Das lag vermutlich an dem Leben, das er vor seinem Tod geführt hatte. Jahrelange Streifen durch Tavernen, Spelunken und Gasthäuser gaben ihm die Möglichkeit, unterschiedlichste Menschen kennenzulernen, auch jene von den eher offensiveren Sorten. So konnte er viel Erfahrung in Wortgefechten sammeln, welche ihm die Gelassenheit gab, auch harte Kritik mit einem Lächeln wegzustecken. Früher gehörte allerdings noch ein schäumender Krug Gerstensaft dazu. Necron musterte die Wiese erneut, während Lucy und Tami ihn still beobachteten. Sein Blick schweifte über die kleine Wiese und stoppte abrupt in der Mitte. Necron fahrte so starrend eine Minute. Dann näherte er sich langsam der Wiese, bis er ihren Rand erreichte. Ohne seinen Blick abzuwenden, fragte er dann irritiert: Was ist das? Was? Fragten Lucy und Tami gleichzeitig, wobei sie sich neben Necron gesellten. Na das? Er streckte seine Hand aus und deutete auf die Mitte der Wiese. Doch die Hand zog sich bald zurück, wobei Necron kurz ausrief. Was ist passiert? Fragte Tami, der seinen Blick jedoch nicht von dem gezeigten Punkt weichen ließ. Meine Hand schmerzt plötzlich. Necron begutachtete seine Hand. Dann hob er sich schnell Richtung Stirn, welche dort verharrte, und sprach dann: Ach, ich, na, klar. Diese antiparanormale Kraft hat mir wehgetan. Hatte meine Hand ja über der Wiese. Wie geistreich, kommentierte Lucy abfällig. Necron tat so, als würde er es überhören und fragte stattdessen: Also, was ist das? Ich weiß leider immer noch nicht, was ihr meint. Ich sehe nur die Wiese, antwortete Tami. Dort, in der Mitte der Wiese. Das sieht doch so aus, als würde etwas keimen, oder? Tami und Lucy konzentrierten sich genau auf die gezeigte Stelle. Tatsächlich, rief Lucy aus. Es sieht wirklich aus wie ein dicker Keimling. So als wenn eine große Pflanze sprießen wollte, kommentierte Tami. Das ist nicht gut, oder? Fragte Necron besorgt. Absolut nicht. Weißt du, ich hatte vorhin eine Knochenhand auf die Wiese gelegt und diese hat sich zersetzt. Sie löste sich regelrecht auf. Was, unheiliger Zombie? Mitten in meinem Königreich blüht eine tödliche, zerstörerische Kraft. Was können wir dagegen tun? Tami und Lucy schauten sich bedrückt an. Dann wandte Tami seinen Blick wieder zu Necron und antwortete besorgt: Wir wissen es nicht. Was? Wie soll das denn weitergehen? Wenn das Ding da weiter wächst, dann sehen wir bald den Wald vor lauter Bäumen nicht. Wortwörtlich gesprochen, sehen wir dann gar nichts mehr, weil es uns dann nicht mehr gibt. Necrons Stimme bebte regelrecht vor Entrüstung. Er wollte eine Lösung, eine effektive wenn möglich. Diese Botschaft, die nicht in den Worten der Botschaft, wohl aber in ihrem Klang zu hören war, nahm Tami wahr und schlug vor: Nun, wir können da, glaube ich, nichts machen. Ich wüsste da aber jemanden, der uns zumindest eventuell helfen könnte. Necron zog eine skeptische Miene und sprach: Wenn du es schon so formulierst, wird mir die Antwort nicht gefallen. Stimmt, sagte Tami lässig und nickte zur Bestätigung eher fortfuhr. Die Priester der Menschen verfügen über Weißmagie. Sie wissen bestimmt mehr über diese Kraft als wir und können uns vielleicht dabei helfen, diese Anomalie einzudämmen. Höre ich recht? Wir sollen die Menschen um Hilfe bitten? Tami zog die Schultern zusammen und hob seine Hände leicht, während er seinen Kopf zu den Schultern hin und her legte, um dann anschließend zweifelnd zu nicken. Dir ist klar, lieber Tami, wie Menschen reagieren, wenn sie einen Geist sehen? Oh,
Dann habt ihr also eine bessere Idee, ehrenwerter König, oder? Fragte Lucy spöttisch. Necron schüttelte den Kopf. Nein, also gut, nehmen wir mal an, wir würden dieses Unterfangen wagen, ja? Wie sollten wir dann in das Reich der Menschen gelangen, ohne dass diese in Panik verfallen und uns angreifen? Naja, wir können ja weiße Fahnen schwingen. Das gilt als Zeichen des Friedens. Dann sagen wir ihnen, dass wir nur verhandeln wollen. Ich meine, mehr als zurückweisen können sie uns nicht. Sprach Tami. Wir haben an sich nichts zu verlieren. Okay, ich bin einverstanden. Ihr dürft zu den Menschen, um sie um Hilfe zu bitten. Wir? Platzte es aus Tami heraus. Lucy blieb still, doch sie war auch erschrocken. Dies erkannte man an ihren weit geöffneten Augen, die vor Überraschung nur so strotzten. Natürlich ihr, wer sonst? Es war eure Idee. Herzlichen Glückwunsch. Tami überkreuzte seine Hände als Zeichen der Ablehnung und sprach: Nein, nein, nein. Wir sind Biokryptologen. Wir haben doch gar keine Ahnung von so etwas. Wir haben alle keine Ahnung von so etwas. Woher auch? Wir brauchten bisher auch noch keine Diplomaten. Ihr seid dafür bestens geeignet. Kein anderer versteht mehr von solchen seltsamen Vorfällen wie ihr. Ja, aber... Keine Diskussion, Tami. Ihr beide geht. Freundet euch mit diesem Gedanken an. Bereits morgen früh geht es los. Ich werde euch ein paar Krieger mitgeben. Nur für den Fall des Falls. Mit diesen strengen Worten drehte sich Necrom um und stieg den Hügel hinab, wobei er Tami und Lucy zurückließ. Stöhnte Tami. Was soll's? Erwiderte Lucy und fuhr fort. Da müssen wir halt durch. Wenn wir hier bleiben, fühle ich mich auch unwohl. Ich kann es nicht leiden, wenn gefährliche Dinge wie diese Anomalie einfach ihren Lauf nehmen. Besser ist es, etwas dagegen zu tun. Tami ließ die Schultern hängen. Deshalb kam Lucy zu ihm und gab ihm einen tiefen Kuss, woraufhin er sprach: Deine Zuversicht möchte ich haben. Aber du hast recht. Irgendjemand muss es tun. Nur kann es denn kein anderer jemand sein? Genau zur selben Zeit kam im Dörrschen Malwa ein Trupp junger Priester an, deren äußere Erscheinung sie jedoch kaum als solche kennzeichnete. Sie alle trugen zwar gelblich-weiße Kutten, welche auf der Rückseite eine Bestickung in Form eines göttlichen Ankh hatten, jedoch war dies der einzige Aspekt, der sie als Priester erscheinen ließ. Die Gruppe bestand aus zwei Männern, wobei jener von den beiden, der viel dünner und kaum erwachsen erschien, recht hager und dürr war, was jedoch der andere Mann mit einer stämmigen, muskulösen Statur ausglich. Auch unterschieden sich die beiden Männer in ihrer Hautfarbe, da der jüngere kreidebleich war, während der stämmige eine dunkle, südländische Hautfarbe besaß. Die Frau des Trios fiel besonders durch ihr langes, bis zu den Hintern reichendes, feuerrotes Haar auf, welches im lauen Wind behutsam wehte und dadurch sehr voluminös wirkte. Sie führte in ihrer Hand einen hölzernen Stab, der sie als Magierin kennzeichnete, während der kräftige Mann, der durch seine Glatze bedrohlich erschien, einen schweren, zweihändigen Hammer auf dem Rücken trug. Der hagere Mann hingegen trug einen großen Bogen mit sich und einen hellen Köcher, in dem er viele Pfeile mit sich führte. Als der Trupp das Stadttor passiert hatte, sprach der stämmige Mann mit tiefer, brummender Stimme: Wo ist die Taverne? Nach der langen Wanderung hab ich so einen Kohldampf. Ich könnte glatt ein Zombie verspeisen. Dann hättest du wenigstens eine Erklärung, warum dein Atem so furchtbar stinkt. Entgegnete die Frau mit einer süßlichen Stimme, welche den Satz ein Hauch der Ironie verlieh, während sie an dem Mann gemächlich vorbeischritt. Dieser legte den Kopf nachdenklich zur Seite und fragte nach ein paar Sekunden den hageren Mann, der sich neben ihn gesellt hatte: Das verstehe ich nicht, Murdoch. Wie meint sie das? Murdoch antwortete mit verschränkten Armen und einem bedächtigen Kopfschütteln: Mach dir nichts draus, Rupert. Du
Du kennst Liliana doch. Sie meint das nicht ernst. Danach schritt auch er an Rupert vorbei zu Liliana, welche einige Schritte entfernt ungeduldig wartete, was sie durch nervöses Tippen mit dem Fuß deutlich machte. Der zurückgebliebene Rupert zog argwöhnisch eine Augenbraue hoch und schien seine Denkversuche zu intensivieren. Mensch, Rupert, nun komm endlich! Es war nur ein Witz, okay? Rief Liliana, woraufhin Rupert verwirrt mit den Schultern zuckte und sich zu ihr begab. Seine Masse war enorm, sodass seine Schritte laut auf dem Pflasterboden widerhallten. Als er die beiden erreicht hatte, sprach Liliana, welche offenbar die Gruppe anleitete. Siehst du das Schild da, Rupert? Sie deutete auf eine Gasse, welche zwischen zwei engen Häuserreihen lag und in der viele Schilder prangerten. Offenbar war es eine Art Gewerbegasse. Rupert folgte dem Fingerzeig und sein Blick fiel so auf ein Schild, welches zwei gekreuzte Brotmesser zeigte, über denen sich ein schäumender Bierkrug befand und unter dem die Aufschrift »Der beschwipste Bischof« in gelben Lettern zu erkennen war. Da gibt es bestimmt Bier«, kommentierte Rupert. »Du wirst dich nicht betrinken. Wir gehen dahin, um uns Informationen zu beschaffen«, sprach Liliana mit einer direkten, aber dennoch fröhlichen Anmut, woraufhin sich Ruperts Mundwinkel nach unten verzogen. »Ach komm, Liliana, sei keine Spielverderberin. Die Kneipe, in der es genug Bier gibt, um Rupert betrunken zu machen, muss erst noch gegründet werden«, gab der hagere Mann zu bedenken. Lilianas Arme glitten seitlich nach unten, während sie mit einem leisen Stöhnen sprach: »Na gut, man muss den Kindern auch Freizeit lassen, stimmt's?« Wobei sich in ihrer Miene ein ironisches Grinsen zeigte. Fragte Rupert verdutzt, während sich Liliana zur Gasse umwandte und zielstrebig auf die Bar zulief. Mordor folgte ihr, und als er an Rupert vorbeischritt, sprach er zu diesem: »Komm einfach mit«, woraufhin Rupert ihm folgte. So erreicht das Dreiergespann die Bar, welche sie betraten. Die Bar macht an sich nicht viel her, aber sie strahlt das typische Abenteuerflair aus, was sie zu einem geeigneten Ort für Nachforschungen machte. Sofern man auf der Suche nach Klatsch, Tratsch und Gerüchten war. Es ist erstaunlich, wie einige Krüge voll schäumenden Gerstensaft aus einem müßigen, kraftlosen Tagelöhner einen strahlenden Helden machen können. Zumindest was die sehr fantastischen Erzählungen von solchen Maulhelden betrifft. Auch hat der Gerstensaft eine sehr beflügelnde Wirkung auf die Fantasie, sodass es sich schon fast mit Illusionsmagie messen kann. Wie bei dieser kommt es auch auf die Menge an. Ein Krug reicht meist lediglich, um den Gesprächspartner vertrauensvoll erscheinen zu lassen, sodass die Zunge viel leichter bereit ist, gewisse Informationen preiszugeben. In der Regel nimmt diese Bereitwilligkeit parallel mit der Menge an Gerstensaft zu. Allerdings gilt es zu beachten, dass eine gewisse Grenze nicht überschritten werden darf, da sonst die geprappelten Worte nicht das einzige sind, was beharrlich den Weg aus dem Mund heraussucht. Doch die Magie des Gerstensafts beflügelt die Fantasie nicht nur in diesem introspektiven Sinne. Nein, sie wirkt auch stark nach außen, sodass der Betroffene Dinge wahrnehmen kann, welche andere nicht wahrnehmen können. Aus dem einfachen Grund, dass sie nicht da sind. Womit eine weitere Parallele zur Illusionsmagie gezogen werden kann. Dafür gibt es zahlreiche Beispiele. Nach 3 bis 4 Krügen sehen dann alle Snacks auf einmal gleich aus. Und spendet man seinem durstigen Körper noch einmal die gleiche Menge des schäumenden Getränkes, fangen mit der Zeit alle kleineren Dinge an, wie Snacks auszusehen. Allerdings sollte man nicht über solch ein mächtiges Braugut spotten. Kann etwas, das fast jeder so gerne genießt, denn so schlimm sein? Es hat ja auch einen gewissen sozialisierenden Effekt. Wie sonst könnten Ehen zwischen Runzen und Edelmänner geschlossen bzw. aufrechterhalten werden? Denn mit einem gewissen Maß an jedem Ambrosia der Barkeeper wird auch eine Runze zur lieblichen Prinzessin, selbst wenn es nur für ein paar Stunden ist. Das sieht doch recht vielversprechend aus, sagte Mordor, nachdem das Trio die Bar betreten hatte. Die Bar sah eigentlich aus wie alle Bars des Herzogtums. Die Wände waren aus hellen, basaltartigen Gestein und wiesen sozierte einige Tierfelle und Jagdwaffen auf, wobei diese aus Sicherheitsgründen stumpf gemacht wurden. Es gab zahlreiche Tische und Stühle, die alle aus einem dunklen Holz gefertigt waren und angemessen rustikal wirkten. Auf den Tischen befanden sich, außer den diversen Getränken und Speisen der Gäste, Öllampen, die wohl in den Abendstunden angezündet wurden. Wahrscheinlich ging es dem Ausstatter dabei nicht darum, den Raum mit diesen zu erhellen, sondern eher es gemütlich und schummrig erscheinen zu lassen, da ein großer Leuchter in der Mitte des Raumes hing,
welcher mehr als ausreichend Licht für den Raum bereitstellen konnte. Die Bar wurde durch den Tresen in zwei Hälften geteilt, welche sich gegenüber der Tür befand und sich komplett über die gesamte Breite des Raumes zog. Auf diesen standen diverse Getränke und Gläser. Vor ihm befanden sich Hocker, damit jene Gäste, die schnellen Nachschub an diversen Konsumgütern dringend brauchten, möglichst kurz warten mussten. Hinter dem Tresen befanden sich einige Regale, in denen die verschiedensten Flaschen mit ebenso diversen Beschriftungen, Formen und Farbe standen. An der Ostseite, hinter dem Tresen, konnte man eine Tür erspähen, hinter der sich wahrscheinlich eine Treppe befand, welche nach oben führte, wo der Wirt vermutlich seine Wohnung hatte. Kommt, wir fragen am besten den Barkeeper, kommentierte Liliana und schritt, ohne zu zögern, auf den Tresen zu, um dort mit ihren beiden Kollegen Platz zu nehmen. Da es um die Mittagsstunde herum war, waren die Barhocker nicht besetzt und auch die Bar selbst war nur mäßig gefüllt. Die meisten Gäste kommen in der Regel erst abends, nachdem sie ihr Tagewerk vollbracht hatten und sich selbst zur Belohnung einen kleinen Trunk für die Mühen und Plagen des Tages genehmigen wollten. Aha, Geister hin, was? Euch treibt wohl der Spuk der letzten Tage her. Ei! Brachte der Barkeeper mit einer aufgesetzten Fröhlichkeit und einer raunten Stimme hervor, die im Übrigen gut zu seinem massiven, stämmigen Äußeren passte, wobei er ein Glas mit einem Lappen polierte. Er wirkte wie ein Weihnachtsmann, der sich seinen Bart schwarz gefärbt und aus Gründen der Tarnung seine rote Kleidung gegen ein graues, zerknittertes Hemd, welches vor langer Zeit wohl einmal weiß gewesen sein mag, und eine Lederschürze getauscht hatte. Liliana, welche seitlich auf dem Hocker saß, während sie ihren Kopf mit einem Arm auf dem Tresen stützte und sich dabei im leichten Hohlkreuz nach vorne lehnte, sodass ihr Ausschnitt einen sehr freien, fast intimen Einblick gewährte, wobei sie ihre Beine in verführerische Pose übereinander geschlagen hatte, wohl wissend, wie sie ihren weiblichen Waffen einsetzen musste, um die Zunge ihres Gegenübers zu lockern, antwortete mit süßlicher, verleitender Stimme: Ach, ihr starker Mann, ihr seht aber auch alles. Der Barkeeper, der dank seines Berufes reich an Erfahrung im Umgang mit Menschen war, erkannte ihre Absicht und gepaart mit seinem Wissen um den Ruf von Geisterjägern und ihren nicht selten sehr drastischen Vorgehensweisen, setzte das Glas ab und sprach besonnen: Was wollt ihr? Ich will keinen Ärger. Oh, habe ich etwas Falsches gesagt? Antwortete Liliana mit einer vorgespielten Betroffenheit. Mordoch, dessen Arm bis dato ruhend auf den Tresen fahrten, kommentierte mit ruhiger, gelassener, aber auch ernster Stimme: Liliana, unterlass das bitte. Der Herr hier hat erkannt, dass du ihm nur etwas vorspielst. Woraufhin die Niedlichkeit aus Lilianas Blick und Grinsen verschwand, während sich die Lippen des Barkeepers angespannt zusammenkniffen und sich Schweißperlen auf seiner Stirn bildeten. Diese Anspannung wich aber Erleichterung, als Mutter gleich darauf hinzufügte: Wir wollen auch keinen Ärger. Also ich will ein Bier, sprach Rupert, der sich kurz daraufhin auf seinen Hocker umdrehte und seinen Satz mit einem verwunderten Blick und den Worten: Warum ist eigentlich alles so ruhig hier? Beendete. Tatsächlich war die verquatschte, angeregte und fröhliche Atmosphäre der stummen Anspannung gewichen, was nur Beweis dafür war, dass der Ruf der Geisterjäger ihnen weit vorauseilte. Liliana, die aufgrund von Mordochs Aussage immer noch verärgert war, drehte sich ebenfalls um und machte ihren Unmut mit den Worten: Was glotzt ihr denn so? Noch nie arbeitende Leute gesehen? Ja, kein Wunder, wenn ihr eure Zeit in einer Bar verbringt. Nun glotzt nicht so, fresst euren Fraß, trinkt euer Spülwasser und brabbelt gefälligst weiter. Deutlich. Die Leute schreckten aufgeregt zurück und zwangen sich zu Gesprächen. Damit war die verquatschte Atmosphäre wieder da. Doch die Anregung wurde durch Aufregung ersetzt und die Fröhlichkeit war vollkommen gewichen, was auch nicht weiter verwunderlich war. Liliana drehte sich wieder um und Rupert tat ihr dies gleich, wobei er den Barkeeper, auf dessen Stirn erneut Schweißperlen erschienen waren, eindringlich anschaute und dann verwundert fragte: Ihr schenkt Spülwasser aus! Der Barkeeper kam gar nicht dazu zu antworten, da ihn Liliana zuvorkam. Mensch, Rupert, so dumm kann man doch gar nicht sein, sprach sie laut, während sie unverständlich mit dem Kopf schüttelte. Liliana, bleib ruhig, du weißt, was das letzte Mal passiert ist, als du dich aufgeregt hast, oder? Versuchte Mordoch, sie zu beschwichtigen, wobei er vorsichtig seine Hand auf ihre Schulter legte. Hey, kann ich was dafür, dass der Typ so blöd war? Zumindest dürfte er jetzt klüger sein, nachdem du ihm bewiesen hast,
dass er sich irrte und man mit einem starken Lichtstrahlzauber tatsächlich sein Wohnhaus in Staub verwandeln kann. Der Wirt wurde unruhig und die Schweißperlen auf seiner Stirn vermehrten sich. Er spürte, dass sich Gefahr breit machte. Drum sprach er mit leicht verängstigter Stimme: Wie kann ich euch helfen? Murdoch blickte den Wirt gelassen an und antwortete: Sagt uns, was hier passiert ist. Ach ja, und unser Freund hier... Er deutet mit dem Kopf Richtung Rupert. Braucht einen Krug Bier. Und ich mein einen richtigen Krug. Nicht solche Fingerhüte, wo nur ein Liter reinpasst, ja? Der Wirt nickte, drehte sich um und griff in das Regal, aus dem er einen großen, schweren Krug holte, in dem nur etwa 4 Liter hineinpassten, und füllte diesen eilig am Zapfhahn auf, bis der Schaum über den Rand stieg. Nachdem er Rupert, welcher sichtlich erfreut war, den Krug vor die Nase gestellt hatte, wandte er sich wieder Murdoch zu und sprach: Also, was soll ich euch groß erzählen? Es war ein Abend wie jeder andere und auf einmal, wie aus dem Nichts, tauchten Geister auf. Einige flogen über unsere Köpfe mit schrecklichem Geheule, andere rannten durch die Gassen und Häuser. Jene Geister, welche durch die Gassen rannten, waren tatsächlich Geister, aber jene, die über eure Köpfe flogen und dabei so entsetzlich heulten, das waren Benjis. Was passiert weiter? Als Murdoch dies sprach, klang seine Stimme sanft, so als würde ein netter Opa ein Kind etwas erklären, um es zu beruhigen. Viel mehr passierte eigentlich nicht. Der ganze Spuk dauerte gerade mal ein paar Minuten, aber es war schon ziemlich gruselig. Und bevor ihr fragt, meine Gäste wissen auch nicht viel mehr. Natürlich hat jeder seine eigene Geschichte und erlebte die ganze Sache aus einer eigenen Perspektive, aber grundsätzlich ist es immer das Gleiche. Ganz plötzlich tauchten die Geister auf, erschreckten uns und verschwanden daraufhin genauso schnell, wie sie gekommen waren. Murdoch lehnte sich zurück, streichelte mit seiner Hand über das Kinn und schien zu grübeln. Liliana bemerkte dies und sprach im abfälligen Ton: Die Okkulantruinen. Was? Fragte Murdoch leicht erschrocken. Liliana verleierte die Augen und antwortete: Die Okkulantruinen. Du hast doch sicher gerade darüber nachgegrübelt, woher die Geister kamen. Und das ist halt die Antwort. Die Okkulantruinen. Sie liegen gleich in der Nähe und bieten ein gutes Versteck. Ja, aber warum? Warum sollten sie die Leute hier erschrecken wollen? Sie haben ja nichts davon. Zudem ist es noch nicht einmal so lange her, dass sie selbst noch Menschen waren und zum Herzogtum gehörten. Was weiß ich? Ergänzte Liliana. Der Sumpf hat die Ruinen überlagert. Vielleicht hat das irgendwelche Auswirkungen auf ihre Mentalität. Wichtig ist nur, dass wir sie beseitigen. Dann herrscht hier wieder Ruhe. Rupert, der seinen Krug gerade in einen Zug geleert hatte, fügte hinzu: Genau. Naja, aber... Wollte Murdoch einwerfen, doch Liliana unterbrach ihn mit den Worten: Na, du bist 2-1 überstimmt, also keine Diskussion. Wir gehen heute Nacht dahin, machen klar Schiff und dann ist hier Sense. Im wahrsten Sinne des Wortes. Als sie den letzten Satz sprach, umspielte ein zynisches Lächeln ihre Lippen. Murdoch, der offenbar keine Lust auf einen Widerspruch hatte, wandte sich erneut dem Wirt zu und sprach: Nun, wie es aussieht, habt ihr uns genug geholfen. Wir danken euch. Gehabt euch wohl. Erstaunlicherweise war es Murdoch, der zuerst aufstand und sich Richtung Tür bewegte und dem die anderen 2 folgten. Als das Trio die Bar verlassen hatte, atmeten alle Gäste sichtlich auf und die Anspannung wich von ihren Gesichtern. Vor allem dem Barkeeper war die Erleichterung anzusehen, da die Schweißperlen langsam von seiner Stirn wichen und die Blässe aus seinem Gesicht verschwand, während seine Mundwinkel wieder ein Lächeln offenbarten, sodass er schon bald eine eigentliche Lieblingstätigkeit, dem Gläserpolieren, wieder nachkam. Das Trio hatte also die Information bekommen, die es wollte, doch was sie nicht wussten war, dass 2 eifrige Parapsychologen ihr Gespräch mit dem Wirt von einem Platz nahe der Theke verfolgt hatten. Es waren Fairy und Honoria, die sich sichtlich über das Gelingen ihres Planes, die Geisterjäger austauschen, erfreuten. Also, diese 3 sind Geisterjäger? Wie fandest du sie, liebe Honoria? Ich weiß nicht. Die waren so seltsam. Eine mürrische Zauberin, ein verstandsloses Muskelpaket und ein mysteriöser Bogenschütze? Eine gefährliche Mischung. Das sehe ich genauso. Kein Wunder, wenn die Geisterjäger so einen schlechten Ruf haben. Denn ich glaube kaum, dass diese 3 Exponate die Ausnahme von der Regel sind.
Honoria, die sich das Sado nach vorne gelehnt, mit ihrem linken Arm auf den Tisch gestützt hatte, lehnte sich zurück und erhob ihre Hand zum Kopf, wobei sie ihren Zeigefinger ausstreckte und diesen nachdenklich an ihre Unterlippe führte, während sie nachdenklich nach oben blickte. So verharrte sie einen Moment und sprach dann: Aber was wollen Sie bei den Okkulant-Ruinen? Du hast doch gehört, was Sie gesagt haben. Sie wollen die Geister bekämpfen, antwortete Ferry mit einem höhnischen Unterton, wobei er seinen Kopf, den er mit beiden Armen auf den Tisch stützte, ablehnend schüttelte. Honoria legte ihre Hände zurück auf den Tisch und sprach verunsichert: Ja, aber ist das denn richtig? Ach, ich habe das Gefühl, dass das für Sie keine große Rolle spielt. Es geht Ihnen nur um den Kampf. Das kann nicht stimmen. Zumindest nicht für diesen Murdoch. Immerhin hatte er berechtigte Einwände hervorgebracht. Ferry setzte sich aufrecht und faltete die Hände auf den Tisch, ehe er sprach: Hast du gesehen, wie jung er noch ist? Er ist bestimmt noch nicht lange ein Geisterjäger und hat deswegen noch wenig Erfahrungen diesbezüglich. Noch mag er nach einem Grund suchen, um das Paranormale zu bekämpfen. Doch wenn er erst einmal genügend Erfahrung hat, wenn er gesehen hat, wie es Unbekannte seinen Freunden und Verwandten das Leben genommen hat, dann wird auch er aufhören, nach dem Grund zu fragen. So ist nun einmal die menschliche Natur. Wenn Schmerz, Zorn und Angst unsere Herzen erfüllen, dann verlieren alle Gründe an Bedeutung. Es ist wie bei einem Krieg. Wenn ein Bauer des Reiches A miterlebt, wie seine Familie von Soldaten des Reiches B gemeuchelt wird und ihm selbst die Flucht gelingt, dann verlieren alle anderen Sachen in seinem Leben für ihn den Sinn. Er wird dann auch zu einem Soldaten und brennt darauf, es dem Reich B heimzuzahlen. Dabei spielt es für ihn keine Rolle mehr, wie die Namen der Mörder waren. Sein Zorn, der Schmerz der Erinnerung, treibt ihn an zu töten, und er findet erst Ruhe, wenn er seine Rache ausgelebt und ein Mann des Reiches B dasselbe oder gar mehr Leid zugefügt hat. Und so nimmt die Spirale des Hasses ihren Lauf, denn der Mann aus dem Reich B wird auch nach Rache sinnen. Honoria, die Ferris Erläuterung immer gespannt und aufmerksam zuhörte, hatte ihren Kopf mit beiden Armen interessiert auf den Tisch gestützt. Als Ferry zum Ende kam, lehnte sie sich wieder zurück und sprach: Ferry, das kann nicht stimmen. Sie schüttelte ablehnend den Kopf und ergänzte dann: Deine beiden Eltern, sie starben gemeinsam im Sumpf, als eine Horde Zeberi sie bei ihren Untersuchungen überraschte und sie töteten. Wenn das, was du gesagt hast, wahr ist, dann wärst du auch ein Geisterjäger geworden. Ferry grinste vergnügt und kommentierte dann: Gut kombiniert, meine liebe Honoria, und du hast recht. Ganz so, wie ich es geschildert habe, ist es nicht. Es sind immer einige Menschen, die genügend Vernunft besitzen, um ihren Zorn, ihre Ängste und ihren Schmerzen unter Kontrolle zu haben und so die Spirale des Hasses zu brechen. Das Problem dabei ist nur, dass es halt nur wenige Menschen gibt, die über eine solche innere Stärke verfügen. Und von jenen, die diese Stärke besitzen, sind die meisten zu unbedeutend, um die Zukunft maßgeblich zu ändern. Doch manchmal schafft es einer, unabhängig davon, wie bedeutend er ist, genügend andere von seinen Vorstellungen zu überzeugen, und dann kann er viel Gutes bewirken. Aber dann kann er auch viel Schlechtes bewirken. Wir wissen nie im Voraus, was unsere Taten bewirken werden. Das ist wohl wahr. Doch um auf unseren Ausgangspunkt zurückzukommen, den Geisterjägern sind die Geister egal. Ein Wildjäger denkt bei der Jagd auch eher an seinen Magen statt an die Situation des Wildes. Apropos, noch ein Stück Rebhuhnkeule? Er hob den Teller an, der sich auf der Mitte des Tisches befand und auf dem sich einige Vogelknochen und noch diverse Fleischstückchen darboten. Honoria lehnte dankend mit einem Handweg ab, ehe sie sprach: Das ist ja alles schön und gut, aber was machen wir jetzt? Na was wohl, wir folgen den Geisterjägern in die Okkulant-Ruinen. Auf Ferrys Lippen spielt sich ein ermunterndes Lächeln ab. Honoria lehnte sich nach vorne, um es näher zu beschauen, und dann sprach sie nach einigen Sekunden mit weit geöffneten Augen: Du meinst das wirklich ernst, oder? Ja, warum denn nicht? Ferry, das ist gefährlich. Darf ich erwähnen, dass ich die Stimme der Vernunft in unserer Beziehung bin? Das Lächeln verging Ferry und er sagte ernüchtert: Ist es denn immer vernünftig, vernünftig zu sein? Honoria verzog ihren Mundwinkel und Ferry ergänzte: Ach Honoria, nun schau doch nicht so. Du weißt genau, dass ich diesen Blick nicht ertrage. Versteh mich doch. Ich meine, das ist die Chance. Wir warten schon seit Jahren darauf, dass etwas derartiges passiert und wir uns beweisen können. Und jetzt wo der Moment gekommen ist, da wollen wir ernsthaft kneifen? Ferry lächelte, denn er wusste, dass er mit diesem Argument nicht verlieren konnte.
Honoria stöhnte leise. Presste die Lippen zusammen und antwortete dann etwas widerspenstig. Ach du. Na gut, aber auf deine Verantwortung. Wenn irgendetwas schief geht, dann werde ich dir das ewig nachtragen. Ferry lächelte und antwortete lässig. Damit kann ich leben. Er lehnte sich weiter nach vorne, sodass er ihr tief in die Augen schauen konnte, ehe er ergänzte. Du bist so süß, wenn du dich aufregst. Wobei er seine Hand zu ihrer Wange erhob und sanft über diese streichelte. Er kam allerdings nicht weit, da Honoria seine Hand mit der ihrigen ergriff, sie an die Wange presste und, während sie besorgt ihren Blick nach unten neigte, besorgt sprach: Fairy, ich sehe ja die Chance, aber auch die Gefahr, die sie mit sich bringt. Plötzlich erhob sie ihren Blick und griff mit ihrer zweiten Hand nach Fairys Hand, um diese noch fester an sich zu pressen, ehe sie fortfuhr. Harry, ich habe Angst um dich. Du bedeutest mir mehr als mein eigenes Leben. Wenn dir etwas zustoßen würde, dann könnte ich nie mehr aufhören zu weinen. Mein Leben wäre zu Ende, noch lange, ehe ich gestorben wäre, denn mit dir würde alles gehen. Meine Welt würde zerbrechen und mein Dasein gliche einem Staubkorn, das in einem Universum von Myriaden Fragmenten schöner Erinnerungen, welche mit der Zeit immer mehr verblassen würden, rast- und ziellos umherstreifte, umgeben von tiefer Schwärze und trotz der unendlichen Weite gefangen in der bedeutungslosen Einsamkeit, bis die Schwärze auch das Staubkorn selbst verschlingt. Als sie diesen Satz sprach, purzelte eine Träne aus ihren Augen. Ferry, der dies bemerkte, erhob seine andere Hand, um die Träne, die gerade über die Wange kullerte, behutsam wegzuwischen und sprach dabei, in einen für ihn besonders sanften und einfühlsamen Ton. Honoria, ich liebe dich auch. Bitte mach dir keine Sorgen, mir wird nichts zustoßen und dir auch nicht. Er blickte ihr mit einem ermunternden, herrlichen Lächeln in die Augen, während er ihr über die Wange streichelte und ergänzte dann, ich würde nie etwas tun, was uns gefährden könnte, es sei denn, es ist unumgänglich. Warum willst du dann zu den Ruinen? Es ist doch gefährlich dort. Argumentierte Honoria, die immer noch besorgt wirkte. Es wird uns nichts passieren. Die Geisterjäger werden doch vorausgehen und so wie die drauf sind, werden sie eh keinen Geist verschoren. Wir halten uns dezent im Hintergrund und beobachten nur. Es kann nicht schief gehen. Honoria ließ Ferrys Hand locker, schaute ihm tief in die Augen und nickte zustimmend, während sie sprach. Ich vertraue dir, Ferry. Aber sobald es gefährlich wird, gehen wir. Versprochen? Ja, ich verspreche es. Einen Kuss drauf. Er beugte sich nach vorne und berührte ihre Lippen sanft mit den seinen, um ihr schließlich einen zärtlichen Kuss zu geben, woraufhin sie wieder lächelte. Sie stand behutsam auf und sprach witzelnd, kommst du? Sonst verlieren wir ihre Spur. Ferry konnte sich ein Grinsen nicht verkneifen, stand auf, hakte sich bei ihr ein und sprach, du bist komisch. Erst weinst du aus Angst zu gehen und dann stehst du plötzlich auf und bist kaum zu bremsen. Aber weißt du was? Genau das liebe ich so an dir. Ehe sie die Bar gemeinsam verließen.